Okay, cool. Haben wir hier. Wo ist denn das? Ach, da. Okay. Ja, nice. Das ist cool, dass wir dann dahin müssen, aber das können wir auch ein andermal machen. Los, lauf! So, ich bin gespannt, ob Hattori unser Schwert schon fertig hat. Aber, Was ist das für ein Gestank? Keine Ahnung. Wolf. Was hier? Ist der mir jetzt echt hinterher gerannt? Kein Wegpunkt. Verdäter. Mehr Plätze. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Da vorne. Beweg dich. Da vorne ist doch bestimmt ein Wegpunkt. Wir ziehen dir die Haut ab! Los, meine Lieben! An die Arbeit! Ja! Oh. Au. Hier nichts drin, ne? Der könnt ihr was looten. Kein einziger Wegpunkt? So, ne? Was? Ein mageres Dorf. Die wollen mich doch wollen. Mach hier alles kaputt und hier gibt's nix. Da oben ist ein Wegpunkt. Das sehe ich doch. Das sehe ich doch. Kimboldstraße. Sag ich ja. Ah, sehr schön. Entschuldigung. Meine Frau hat gerade geschrieben. So, wo wollten wir jetzt hin? Das war hier oben in der Ecke irgendwo, ne? Ich glaube, ich brauche erstmal irgendjemanden, der reparieren kann.
Gehen wir mal schnell zu dem, ne? Können wir auch mal die ganzen Runen ablegen, da ist eine Kiste. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Wie kann... Naja, komm. Ich... Wow. Schön, Stiefel des Erlenvolks. Schön, schön. Ja. Leb wohl. Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken, jetzt der Hunger. Sag euch, wo die Beute ist. Die müssen wir hier oben alle einsetzen. Gut. Cool. Ausdauer, Bonuserfahrung. Nichts Tolles dabei. Nichts Tolles daran. Okay, wir haben auch richtig viele Hemden. Das ist auch schon mal gut. Für die ganzen, für die ganze Ausrüstung und so brauchen wir, glaube ich, als Grundlage so ein weißes Hemd. Die Götter haben sich von uns. Wenn wir die schon finden, ist das ja nicht schlecht. Können wir alle aufheben. Haben die Leute nicht gegen deine weiße Visage? So, lass doch mal gucken, wo war denn jetzt der Auftrag? Haben wir noch eine Katzenschule, haben wir noch. Teil 1. Und der Rest ist dann in... Ah ne, hier haben wir... Ne. Novigrad. Okay, das ist noch Velen, aber das ist Stufe 34. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Der Rest ist in Kaer Morhen. 29, ja. Ist vielleicht noch ein bisschen hart. Also ich würde sagen, das jetzt noch. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alle. Achso, ne, die hier noch. Dann haben wir erstmal alle. Und dann können wir mal gucken, ob der schon fertig ist. Dann können wir gucken, ob der fertig ist mit unserem Schwert. Und ob wir tatsächlich eine andere Hexe-Ausrüstung nehmen. Wieder, was gerade eben noch nicht befreit habe hier anscheinend. Ach komm. Ach nee, weil wir die getötet haben hier, haben wir jetzt so ein Zeug angelockt. Ach, ist ja krass.
Das ist ja cool. Weil wir die getötet haben, haben wir die angelockt. Das ist ja richtig cool. Ich wollte den Wolf rein, hier rennt hier. Ah. Hallo? Wolf? Komm, Plötze. Wenn die nicht kämpfen wollen, dann reiten wir hier einfach durch. Hier ist eine Markierung, nice. Autsch. Schön umgucken hier. Ja, geht schon wieder in zwei verschiedene Richtungen. Hallo? Verbesserte Wolfsstiefel. Ist hier noch irgendwas? Okay, also die Wolfsschule haben wir jetzt anscheinend auch abgehakt. Und wir sind jetzt alle Gänge gelaufen. Jo, nice. Nice, 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 nice. Cool, 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 cool. So, Katzenschule. Wo sind die? Okay, das ist gleich hier nebenan. Nice. Okay, das ist eine ganze Ecke weg. Und das ist da. Okay. Gut. Na, dann machen wir das gleich nebenan hier. Dann gucken wir mal. Die andere Seite natürlich. Cool. Eine Höhle neben den anderen. Hallo? Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Alter, tropft bloß nicht auf meine Fackel. Achso, das sind Pilze. Zack, Hammer. Gibt's hier noch mehr? Blut. Gehört da bestimmt zu einer Quest. Dass ich die Blumen hier finden musste. Dachte schon. Apfel. Okay, nice. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Gut, dann machen wir das hier. Phantom der Handelsroute. Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann ist das so. Oh.
Okay. So, oben ist auch noch ein Fragezeichen. Okay, ich glaube, das war's hier soweit. Hier ist glaube ich auch nichts. Was soll das jetzt hier hoch? Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Nein. Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Okay. Cool. Zwei Monster-Nester. Was jetzt? Schön. Okay. Doch nicht. Ja, hallo? Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Hau doch mal ab, Plötze. Nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Mann, warum muss ich denn da jetzt aufsteigen, Alter? Jetzt hau doch mal ab. Riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Hat unseren Wagen umgeworfen und uns dann in die Höhle getrieben. Wir sind gelaufen wie die Hasen, haben unterwegs fast die Beine verloren. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Jo. Okay. So, jetzt killen wir noch den da. Können, ja. So, Wyvern-Ei kann man immer gebrauchen. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Naja, habe ich ja schon. Alles gut, Geralt, beruhig dich. So, nice, Hammer. Hol dir die Belohnung.
Aber das trifft sich eigentlich auch ganz gut, weil wir müssen ja dann... So. Wir müssen dann hier rüber irgendwo, ne? Da haben wir noch gar nichts. Na gut. Aber es trifft sich, glaube ich, ganz gut, dass wir da jetzt sind. Ja. Plötzlich steht doch direkt neben dir. Warum pfeifst du denn? Beruhig dich, Geralt. Es ist alles in Ordnung. Einfach um hier ran. Hallo. Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneidern? Sei gegrüßt. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Ja, traurig. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. Tschüss. Aber so, wir wollten jetzt gucken. Wir haben noch das hier. So, genau da. Hm. Reiten wir von hier oben runter ein bisschen. Von dem Westtor muss ich jetzt nicht unbedingt... Ach man, nein. Das. Und da, bitte. Gut, das war... Hier haben wir ja eben gerade den Wegpunkt gekriegt. Beweg dich! Wenn wir uns erinnern. Da sind zwei Wippern, die noch ein bisschen krass sind. Deswegen will ich hier einfach schnell durchreiten. Komm schon! Er wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Kronen. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Ziderich, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radovid hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht. Aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Ja, aber wir reden erstmal über die Belohnung. Reden wir über die Belohnung. Darüber, dass sie einfach nicht ausreicht. Oh, alter Falter. Naja, dann machen wir doch mal ein bisschen Kasse hier. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Ich hätte das Vieh selber gejagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel du dafür haben willst. Pech. Sei's drum. Na ja, komm.
Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Dass noch schlimmer wird. Radovid hat es eine Woche zu spät gezahlt. Er wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller Geldschulden. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Das bedeutet, dass die Kassen Redaniens fast leer sind. Vielleicht sollten wir jetzt den Portal überqueren und sehen, was es dort zu tun gibt. Leider immer noch keine. Immer noch kein Wegpunkt hier. Ohne ist doch bestimmt ein Wegpunkt, den man mitnehmen kann. Wo sind wir eigentlich gerade? Ist ja bestimmt mal irgendwo ein Weg rumkommen. Sag mal, kommt mein Pferd auch mal hinterher hier? Hier ist ein Weg. Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Seltsam. Was mag das wohl bedeuten? Okay. Die Quest können wir später mal machen. Ich wollte ja einfach nur Katzenschule, die haben wir. Dann können wir uns erstmal richtig geil ausrüsten jetzt. Nein, will ich gar nicht. Das war hier irgendwo, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir mussten zum Südtor. Haben wir eigentlich hier was freigeschaltet jetzt so? Ah, sehr schön, ja, hier. Freien Platz. Nice. 18, cool. Zwei Punkte. Cool.
Haben wir da noch irgendwas, wo wir handeln können? Das ist gut dafür. 3. Okay. Irgendwie stürzt ja mein Twitch immer ab. Keine Ahnung. So. Okay, wenn wir Level 18 werden, können wir das gleich ausrüsten. Dann können wir Bluteneffekte. Cool. Quests. Boah, Nebenaufträge haben wir jetzt ja ordentlich. Können wir dann mal machen irgendwann. So, die müssen jetzt direkt vor uns sein. Pflichtruf. Ein Majoratsbund. Männer haben die stinkende Hecke geplündert. Okay. Ich hasse die verdammten Huren. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ah, guck mal hier. Geht eine Leiter hoch. Achso. Ich sollte sie auch von der richtigen Seite benutzen, die Leiter. Das wäre mal eine Maßnahme. Willkommen. Oh. Was schreist du denn so? Weg da! Unser Elend hat sie reich gemacht. Jetzt weidet ihr ihnen die Schweinebäuche aus. Und die Augen stehen aus, weil sie damit auf uns einfache Leute herabgesehen haben. So, Hattori. Siehste. Noch ein Mutant. Hattori Mutti. Wo bist du? Der war hier irgendwo, ne? Ruf mal doch da mal hin. Nein. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Die reichen Leute trinken Cognac und Wein und ich nur... Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Ich mag seine Einstellung. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Ja, wirklich. Jetzt sind ein paar Idioten alle. Nicht an, sonst prügel hier. Ich dir Manieren ein. Was ist nochmal mit Foltest passiert? Zack, 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 zack. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder
Und dann hier. Das Feuer. Rüstungsschmied. Tori war doch hier, oder? Der noch nicht. Doch, das ist es. Die schmieren wir erstmal scharf auf die Lippen. Mal bis 12. So, jetzt sollte er doch da sein, oder? Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite habe. Was kann ich für dich tun? Ich würde gern. Da bist du hier richtig. Ja, ja. Wir wissen, dass du den besten Kurs hast. So, wo war jetzt Hattori? Da unten, wa? Mist. Ich fühle mich schwach. Der wäre am Marktplatz gewesen. Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Grauer Ritter, aus deinem Knappen. Bin ich kaputt. Nein. Die Generation. Der hat keine Zuschauer mehr. Ah ja, hier ist er. Sehr gut. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das ja. alle anderen überstrahlt. Ja! Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Aper. Nice. Ich habe zu danken. Für alles. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Bis dann. Bannfluch? Schwert? Hier, Scherbenschwert. Na toll. Scherbenschwert plus 9. Okay. Ach, guck an, der Schaden verändert sich basierend auf der Charakterstufe. Okay, krass. Achso, das ist ein Silberschwert. Das ist eine Stahlwaffe. Der macht nur plus 3, aber Chance auf Bluten. 6%. Okay. Was? Benötigt Stufe 32? Na gut. Wie habe ich. Achso, das ist das Silberschwert. Kann man das vergleichen irgendwie so? Das macht plus 11, aber das hat halt Art und Quenzeichen und Chance auf Verbrennen. 10%. Bannfluch. Das ist nicht schlecht. Aber wir Grüß wollten dich, ja Ape. Grüß dich, Gera. Ja. Wird auf euch zu begrüßen. Würdest du wohl. So, jetzt. Ach, hier, guck mal, Katzenarmbrust. 29, ja klar. Aber die können wir herstellen. Na gut. Einmal Katzenarmbrust, bitte. So, wir haben ja jetzt das Greifen. Das haben wir ja. Katzensilberschwert plus 51. Und ich brauche noch 60 Erfahrungen, dann kann ich es anziehen. Es hat Chance auf Bluten und Artzeichen. Okay, schön. Kann ich das irgendwie filtern?
Okay. Dafür brauchen wir Stufe 23. Für das Greifen. Das macht plus 61. Bonuserfahrung bei Monstern und plus 10 Zeichenintensität. Also für alle Zeichen. Okay. Plus 61 und die Katzenschule. Plus 51 macht aber auch Bonuserfahrung bei Monstern, A-Zeichen und Chance auf Bluten. Das Silberschwert. Haben wir auch ein Stahlschwert? Katzenstahlschwert? Bis dann. Wir nur das Silberschwert? Grüß dich, Abe. Grüß dich, Geralt. Würdest du wohl... Katzen, Silberschwerter. Verbessertes Greifen-Silberschwert, verbessertes Katzen, verbessertes Wolf-Silberschwert. Aber wir brauchen dafür ja sogar erstmal das normale Wolf-Silberschwert. Das hat auch Chance und Adrenalingewinn und Zeichenintensität. Na, das ist natürlich richtig krass. Das Wolfsilberschwert. Das vergessene Wolfsilberschwert. Boah, das ist sogar noch krasser. Ach so, hier unten ist das. Ach, ich bin ja auch ein. Ich bin so ein Blödel, Alter. Manchmal hier unten sind ja die Stahlschwerter hier. Chance auf Bluten. Das normale. Wolfsstahlschwert. Oh, Alter. Schön. Scherbenschwert. Okay, nice. So, und das hier hat plus 47. Zeichen und Bonuserfahrung bei Humanoiden. Plus 10 Zeichenintensität. Plus 39. Und es hat auch Chance auf Bluten. Okay, also ich würde, glaube ich, auf Katze gehen jetzt. Ich würde auf Katze gehen. So, mein Katzensilberschwert und ein Katzenstahlschwert. Die Armbrust. Und das Greifengedöns. Dann können wir das hier verkaufen. Und dann müssen wir zur Rüstung. Können wir uns noch die Greifenrüstung machen. Ja, ich will das alles reparieren. Auf jeden Fall. Bis Okay. dann. Dann können wir uns die Katzenrüstung auf jeden Fall auch noch machen. Und wir müssen jetzt eine kleine Quest machen, damit wir Level 17 werden, damit das sich auch überhaupt lohnt hier. Ja, die vermisste Patrouille. Achso, kehre zu dem Lager der Nilfgaarder zurück.
Bin ich hier irgendeine Kack-Nebenquest? Sprich mit Hacker. Finde mehr über das Anwesen. Das Portal zu aktivieren. Nee. Auf der Fährte schwarze Perle. Irgendwas, was jetzt nicht hier nicht eine Stunde dauert. Ja gut, dann machen wir das hier. Bin ich kaputt. Wenn wir jetzt mit Hacker reden, vielleicht kriegen wir da genug. Ein ganzer Tag verschwendet. Dass wir Level 17 sind. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Okay. Nein! Nein! Ich weiß nichts! Glauben wir ihm? Nein. Glaube nicht. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Ja. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Okay. Was willst du? Bis dann. Nicht. Spitzeln wird mich in Tod. Ich hasse die verdammten Huren. Habe ich da nicht auch eine Hauptquest? Jetzt gleichzeitig Leben und Hauptquest. Also das kann ja wieder dauern. Ich will doch nur 60 Erfahrungen haben. Vielleicht wäre es schneller gegangen, wenn wir einfach 3 oder 4 Fragezeichen gemacht hätten. Oder so. Weiß ich nicht. Genau so sind wir übrigens zu dem Beinamen gekommen, Schlechter vom Blavik. In der Mine ist's wie im Krieg, man weiß nie, wann man dran ist. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Wir sind bereit. Alle Straßen führen nach Mahakam. Auf dein Zeichen gehen wir rein.
Höchste Zeit, dass wir Hurensohn zeigen, wer der Boss ist. Du kannst im Dunkeln sehen. Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Was? Dann mal los. Wir haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch, schiebt uns das auch. Nein. Oh, ernsthaft jetzt? Jo, Abi schmiert. Ja, na denn, mal gucken, wo es stehen geblieben ist. Spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. War ja klar, dass es heute nochmal abschmieren musste. Oh nein, jetzt ernsthaft. Da jetzt wenigstens noch. Oh. Wie ich es hasse. Wie ich es wirklich hasse. Wirklich. Grüß dich, Ape. Grüß dich, Gera. Würdest. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er. Haben wir jetzt die Armbrust? Ja, die Armbrust haben wir. Schmal. Manchmal ist es einfach noch richtig anstrengend. Der Kram. Bis dann. So, aber wir haben ja gemerkt, wir kriegen da jetzt nicht so schnell Erfahrung. Ich will ja einfach nur Level 17 werden. Ich würde jetzt einfach hier die Fragezeichen machen, glaube ich. Das heißt einfach nur hier runterlaufen schnell. Dann probieren wir es halt so. Probieren wir mal schnell ein, zwei Fragezeichen zu machen. Unsere Welt wird brennen! Mal so eben. Dafür müsstest du eigentlich zahlen. Und dann haben wir eventuell genug Erfahrung zusammen. Alles in Ordnung? Das ist ja richtig jetzt. So, am besten irgendwo, wo wir auch einen Wegpunkt haben, was da jetzt hier so ein bisschen drumrum ist. Da haben wir eigentlich richtig viel Auswahl. Ich will jetzt auch nicht so weit latschen, ehrlich gesagt. Die sind relativ dicht beieinander hier. Will ich einfach die machen.
Mensch, setz doch mal da den Wegpunkt, ey. Also heute ist irgendwas, keine Ahnung, ob die Wärme dem PC nicht so gut tut oder so. Kai, ich weiß es nicht. Heute ist schlimm. Nee, ich hab jetzt keinen Bock auf euch. Hey ho! Vielleicht reicht es ja, wenn wir da die drei Fragezeichen machen. Mal gucken, wie viel wir für Erfahrung wir da kriegen jetzt. Rein theoretisch. Mit dem Monsternest könnte das was werden. Zeig mir, was du zu bieten hast. Au. Ah, seh das. Ha, Level 17. Nice. Und so viel dazu. Läuft. So, dann jetzt ab zum Wegpunkt. Cool. Hat ein Fragezeichen hat ausgereicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau so dachte ich mir das. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Mensch, komm bei. Stürzt ja auch heute immer wieder ab. So, ich. Das soll. So, sehr schön. Dann zu dem Rüstungsschmied hier unten, bitte. Ah, jetzt können wir uns richtig geile Hexerausrüstung machen, Leute. Well. Sind wir Level 17. Was kann ich für dich tun? Achso, ne, bei ihr können wir das noch nicht. Leb wohl. Wie kann ich helfen? Wir müssten das ja bei dir machen. Ich brauche eine. Ja, wir brauchen eine Rüstung. So, Handschuhe. Da hatten wir jetzt hier genau die Katzenhandschuhe. Plus 5 Angriffskraft. Okay, schön. Was können die Verbesserten? Okay, Katze ist dann leichte Rüstung. Mittelschwere Rüstung. Katze ist besser als Greif. Würde ich sagen. Ein Wolf ist nochmal besser. Ja, dann machen wir Katze. OCBD. Katze. Oberkörper.
wir brauchen jetzt ein Hemd. Leb wohl. Das Hemd kaufe ich jetzt nicht, weil wir haben 20.000 im Lager. Sag euch, wo die Beute ist. Die Götter haben sich von uns abgewandt. Wie kann ich... Ja, ja. So, Oberkörper waren wir stehen geblieben. Hier, Katze. Stiefel, Katze. Nice. Leb wohl. So, und dann haben wir jetzt unsere neue Ausrüstung. Geil. Ja, nice. Auf jeden Fall wirklich leichte Rüstung. Ja, sehr cool. Wir machen auf jeden Fall mehr Schaden jetzt. Und halten mehr aus. Viel mehr Rüstung jetzt. Ja, sehr nice. Und auf Level 23 können wir die dann verbessern. Obwohl ich glaube, wenn wir Level 23 sind, dann sind wir auch in Kaer Morhen gewesen und dann können wir die Wolfsschule machen. Also Wolfsschule ist ja dann nochmal besser. Aber die Katzenschule sollte uns jetzt auf jeden Fall erstmal so weit helfen, dass wir jetzt hier zurande kommen. Auf jeden Fall. So, nice. Mal alles reingepackt. Gold, Liebling, Trophäe. Boah, können wir die Trophäen hier noch reinpacken? Danachtserscheinung, Wirbern, Igima. Okay. Bonuserfahrung bei Monstern ist aber gut, eigentlich. Ist ja bei allen Monstern. Ich glaube, die mache ich ran. Weil jetzt haben wir ja nur... Achso, auch Bonuserfahrung. Wir waren Trophäe, okay. Ja, geil. Das Haar so weiß wie Quark. Ich könnte mir eine Rachenputze. Katze, 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 Katze. So, und wir haben ja... Wir haben ja dann können wir die gleich verkaufen. Du hast einen Beruf. Kriegen wir noch ein bisschen Geld das wieder. Das bedeutet weniger für dich. Von dem, was wir gerade hergestellt haben. Wie? Ja. Ich. So. Ah, so viel ist das auch nicht, aber naja, gut. Na gut. Schade. So viel ist das leider nicht. Leb wohl. Aber wir war ja nicht die letzte Rüstung, die wir gefunden haben. So, geil! Wir haben unsere Katzenschule und jetzt sollte das auf jeden Fall alles ein Stück leichter sein, auf jeden Fall. So. Cool. Freue ich mich.
So, und jetzt müssen wir auf jeden Fall, jetzt müssen wir erstmal nach Camorren irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich erstmal nach Skellige muss dafür. Von mir aus können wir da ja auch erstmal nach Skellige. Aber ich würde auch erstmal diese Quest hier abschließen. Mit dem Finne Junior und Rittersporn und so. Und dann nach Skellige gehen. Vielleicht finden wir hier in Novigrad ja auch noch ein paar mehr Spuren. Ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Wie lange läuft denn der Stream eigentlich schon? Wo stand der nicht? Ach, da unten. 4,5 Stunden. Oh ja. Jo, geht ja. Geht ja voll, würde ich sagen. Naja, komm, dann machen wir hier den Dijkstra-Quatsch hier noch zu Ende. Und bei Junior haben wir jetzt angefangen gehabt. Da wissen wir jetzt, dass es da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun gibt. Und wenn wir die beiden abgehakt haben, dann ist ja das nächste Skellige. Könnten wir vielleicht erstmal alle Nebenquests noch machen, noch die Hexeaufträge, die wir so haben. Und dann jetzt weiter. Auf jeden Fall noch einiges zu tun. Mal gucken hier. Mal gucken, was der Briefkasten sagt. Vielleicht ist ja die Quest gleich vorbei. Mit Dijkstra. Dann könnten wir tatsächlich noch die Quest anfangen. Mit Hurensohn. Sie macht mir Sorgen. Ich muss die Dinge schnell erledigen und. Oh! Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, ewiges Verräter, unser aller Vater. Geschlechter von Blaviken. Erhöre meine Bitte. Lass meinen Mann wieder gesund werden. Er ist ein guter Mann. Nie gesehen, dass jemand das Schwert so schnell schwingt. Du bist meine einzige Hoffnung. Gib mir wohl meine Gesundheit. Dann das muss der Briefkasten sein. Nie gesehen, dass jemand das Schwert so schnell schwingt wie du. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Ewiges Feuer, beschütze mich. Hilfe! Okay. Ah! Sei gelobt von ganzem Herzen. War doch mal. Röntchen Vögeln. Bei unserem Glück kriegen wir Hepatitis. Das verheißt nichts Gutes. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. So, Medeno. Jetzt nur noch verstecken und warten. Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. Lass mich noch schnell das Lager leer räumen. Guck an.
Travis? Woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Oh. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Hm. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt Vereins? Wo hat Menge Sigi Holbens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Reine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Okay. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Sessle Angel. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt.
Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Okay. Nein, ich will sehen. Ich will sehen, ich will sehen. Ich will sehen. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Achso, Priscilla ist da. Okay. Ja, okay. Dann gehen wir gleich hier links rum.